Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Ja, ich möchte heute wieder ein kleines Pflaster für die Seele mitbringen, nämlich eine Antwort finden auf die Frage, wie schlimm wird denn der nächste Bärenmarkt? Ich kriege immer wieder Mails, insbesondere nach den wackeligen Börsentagen der letzten 14 Tage. Da fragen mich dann viele, sollte man nicht doch lieber all seine Aktien verkaufen und warten, bis der Spuk vorbei ist, damit man dann wieder reinkommt? Nun, ich sage hier mal meine Meinung und wie immer, das ist keine Empfehlung. Jeder muss natürlich selbst auf sein Geld aufpassen und mit seinen eigenen Ängsten fertig werden. Die Angst im Augenblick greift um sich, wir haben es gesehen. Meine Antwort auf die Frage, wie schlimm wird der nächste Bärenmarkt und wann kommt er? Also wann er kommt, weiß ich auch nicht. Und wie schlimm er wird, auch das können wir nicht wissen. Das entscheidet auch jeder selbst, weil ja niemand eine Definition von schlimm hat, die für alle tatsächlich gilt. Was wir aber haben, ist die Geschichte. Und da bin ich genau dieser Tage auf eine interessante Grafik gestoßen von einer Tochterfirma von Morningstar, die ja auch viele Ratings macht und Investoren berät in Amerika, auch einige Börsendienste verkauft. Ich will hier keine Werbung machen und man muss die Statistik auch jetzt nicht eins zu eins glauben. Aber ich will dieses Slide hier einfach mal einblenden. Was zeigt uns dieses Bild? Dieses Bild zeigt uns einen Total Return S&P 500 mit der Unterteilung in Bullen- und Bärenmärkte über die letzten 90 Jahre, also von 1926 bis 2017. Und was wir da sehen ist, wir hatten in diesen 90 Jahren 9 Bullenmärkte, der letzte läuft noch, und wir hatten 8 Bärenmärkte. Was ist mit den Bärenmärkten jetzt wirklich das Schlimme? Nun, der schlimmste Bärenmarkt war nach der großen Rezession 1929. Da fielen die Kurse, wenn man es auf den S&P-Index runterrechnet, um 83,4%. Und es war auch der längste Bärenmarkt, der immerhin 2,8 Jahre gedauert hat. Das war aber auch sozusagen der Super-GAU der Aktiengeschichte. Im Durchschnitt dauert ein Bärenmarkt etwa 1,4 Jahre. Das sind 15 Monate, 16 Monate, je nachdem, wie man jetzt rechnen möchte. Also nach roundabout anderthalb Jahren ist der ganze Spaß vorbei, der Spuk, wenn man das so definieren möchte. Und im Durchschnitt schrumpft ein Aktiendepot, was sich am S&P ausrichtet, dann eben auch während dieses Bärenmarktes nur um 41% und eben nicht um 83%. Aber selbst im schlimmsten Fall, es könnte nur um 100% fallen, dann ist nämlich Schluss. Schauen wir uns jetzt aber mal die Bullenmärkte an, dann stellen wir fest, die dauern im Durchschnitt 9 Jahre und wir sehen in fast jedem Bullenmarkt eine dreistellig prozentuale Performance. In der Spitze über 800%, 900%, im Durchschnitt 480%. Das ist natürlich deutlich mehr als der durchschnittliche Verlust während eines Bärenmarktes. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 50% runter, dann muss der Markt um 100% steigen, damit ich wieder beim Anfang bin. Das ist zweifellos richtig. Aber ich würde auch trotzdem immer wieder dazu stehen, zu sagen, ich muss meine Investitionen während eines Bärenmarktes nicht auflösen. Und da kommen einfach zwei, drei praktische Erfahrungen mit ins Spiel, die ich hier einfach mal mit in den Ring werfe. Wir wissen nicht, wann ein Bärenmarkt beginnt und wir wissen auch nicht, wann ein Bärenmarkt vorbei ist. Das sei mal vorweggestellt. Das wissen wir immer erst in der Retrospektive. Ob das letzte Hoch nun tatsächlich das letzte Hoch war, bevor der nächste Abfall kommt um 20% und ob dann ein Bärenmarkt wirklich um 30, 40 oder vielleicht auch mal um 80% nach unten geht, all das ist Kaffeesatzleserei und daran beteilige ich mich nicht. Deswegen, ich warte auf einen heftigen Rücksetzer, denn man muss sich ja immer eins vor Augen führen, diese durchschnittlich 480%, die man hier an Total Return generieren kann, also es geht nicht um Kursgewinne, sondern es geht um Kursgewinne plus Dividenden und alles, was so nebenbei noch mit reinkommt, die kriege ich natürlich auch nur dann, wenn ich am Tiefpunkt des Bärenmarktes investiere. Wie will ich aber wissen, was der Tiefpunkt des Bärenmarktes ist? Ich weiß es nicht. Und daher ist mein erster Tipp an alle, die sich für Investieren eben
ja, für einen ernsthaften Investor halten oder zu einem ernsthaften Investor werden wollen, investiert regelmäßig, meinetwegen jeden Monat einen fixen, festen, konstanten Betrag. Das können 100, das können 1000, das können 10.000 Dollar sein. Wichtig ist, dass man es wie einen Dauerauftrag jeden Monat macht und nicht aufhört, wenn der Markt zu hoch gestiegen ist oder wenn der Markt zu tief gefallen ist. Denn hoch oder tief können wir immer erst hinterher definieren. Zweiter Punkt, zweiter Tipp, unbedingt Pulver trocken halten. Also immer wieder Geld auf die Seite legen, um zu sagen, wenn es dann mal abwärts geht, dann muss ich auch weiter investieren. Ja, und hier hilft es eben, dass man regelmäßig schon die Erfahrung gemacht hat. Man wirft jeden Monat also seinen Hunderter ein und hat dann auch keine Angst. Man kriegt nämlich in solchen Abwärtsbewegungen fürs gleiche Geld ja viel mehr Dividende gekauft, als ich jetzt gekauft be bekomme, wo die Märkte nahe den Allzeithochs notieren. Also wenn ich eine Microsoft vielleicht demnächst mal für den halben Preis kriege oder nur für ein zwei Drittel des Preises, was sie jetzt nehmen, dann wird sie für mich auch als Dividendeninvestment wieder interessant. Wer clever ist, sorgt sogar dafür, dass er beispielsweise nach 12 oder 13 Monaten Bärenmarkt, wenn er denn mal kommt, seine Investitionsrate, die monatliche, einfach nach oben fährt oder den Investitionsintervall verkürzt und sagt, ich gehe jetzt nicht alle 4 Wochen eine Aktie kaufen, sondern ich kaufe jetzt jede Woche eine, dann hat man auch die Gewähr, dass man am Tiefpunkt tatsächlich mehr eingekauft hat als am Hochpunkt. Ist wie im Supermarkt beim Sonderangebot, die gibt es dann einmal im Monat irgendwie den Kaffee oder das Bier oder was man sonst so hat. Und dann sagt man sich, da kaufe ich gleich mal 2 Kästen Bier oder 3 Tüten Kaffee, um einfach mir einen Vorrat anzulegen. Und ein dritter Tipp, im Bärenmarkt auf keinen Fall ein Depot auflösen. Warum? Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß es. Entweder man steigt zu früh aus nach einem Hoch, weil man denkt, hup, jetzt wackelt alles, es geht nach unten. Und dann steht man da und schaut zu, wie der Bullenmarkt weiterläuft, weil man einfach nicht mehr reinkommt in diesen Bullenmarkt. Ja, man ist dann bei dem Rest der Rallye nicht dabei. Und das kann ja durchaus 5, 6 oder 7 Jahre noch weitergehen. Oder man steigt zu spät aus. Dann sind die Verluste schon so groß, dass es einem richtig wehtut. Und dann hat man nämlich das nächste Problem, wenn der Bärenmarkt tatsächlich zu Ende geht, was wir natürlich vorher auch wieder nicht timen können, dann trauen wir uns nicht rein, weil der Schmerz um den vorangegangenen Verlust so groß ist, dass wir sagen, das möchte ich nicht noch einmal erleben. Und dann ist man so lethargisch, dass man die ersten 6, 8 oder 10 Monate des nächsten Bullenmarktes schlicht und ergreifend verpasst. Wer sich erinnert, im März 2009 bis in den Dezember 2009 hinein, nach der großen Finanzkrise, wer hatte denn damals das Rückgrat, wirklich all in zu gehen? Wie viele Leute habe ich getroffen, die gesagt haben, naja, das ist alles nur eine Korrektur des Abwärtstrends, ich glaube dem Zauber noch nicht. Und die hatten dann 2010, 2011 das große Problem, in diesen Wahnsinnsbullenmarkt zu viel höheren Preisen einsteigen zu müssen. Was ich ja, als Fazit aus dem heutigen Seelenpflaster einfach mitgeben möchte. Chuck Carnevale, der Erfinder von Fast Graphs, hat es sehr schön formuliert und ich kann es nicht besser sagen. Wenn man im Markt Geld verdienen will, dann zählt die Zeit, die man im Markt verbringt, weitaus mehr als das Timing des Marktes. Also, Time in the Market ist wichtig, Market Timing funktioniert für die meisten Leute nicht. Ich hoffe, das hilft wieder ein bisschen über die trostlosen Zeiten der Bärenmärkte hinweg, die wir vielleicht demnächst sehen werden. Und wenn nicht, dann investieren wir einfach jeden Monat fleißig unseren Obolus und passen derweil auf unser Geld auf. Dabei viel Erfolg. Tschüss, euer Nils Gajowi.